Hallöchen Leute, ich habe hier was auf dem Tisch. Ich glaube, ihr seht es noch nicht. Zur kleinen Vorgeschichte. Ich weiß nicht, was die Waschmaschine da immer ausspuckt, aber ich habe das nach dem Waschen gefunden. Und das ist was ganz, ganz Seltenes. Wenn ich da jetzt mal das hier nehme und mal hierher schiebe, wo auch mein Mikroskop ist, mein Digitalmikroskop, da können wir uns das nachher auch mal ordentlich angucken. So, aber da liegt das. Und jetzt zoome ich da mal drauf mit der Kamera. Ich denke, man kann es jetzt so halbwegs erkennen, was da liegt. Da liegt ein Transistor. Also ich weiß nicht, was die Waschmaschine da alles ausspuckt beim Waschen. Ich habe ja Arbeit. Bin ja Maschinenbediener für SMD-Bestückungsautomaten. Machen ja SMD-Bestückung. Da kamen diese Teile raus. So, nun wechsle ich mal auf das Mikroskop. Dann könnt ihr das mal ein bisschen genauer sehen. Also da liegt jetzt ein TO23, müsste es sein, Transistor oder Diode oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie die Waschmaschine, was die da immer ausspuckt. Da liegt noch ein Kondensator. Ihr seht schon, wie klein dieses Scheißding ist. Daneben liegt noch was. Und das ist das Kleinste, was wir irgendwie bestücken können. Ich habe erst gedacht, das wäre irgendwas anderes, aber weil das so glänzte, habe ich mir das genau angeguckt, was die Maschine da ausgespuckt hat. Und das ist diese eine kleine fucking Diode, wo wir alle abkotzen, weil die sau schwer zu bestücken ist. Vor allen Dingen sau schwer zu sehen. Das Ding ist hier wirklich, das ist meine Pinzette und das ist die Spitze. Leute, ich kann das Ding hier mit bloßem Auge nur noch als schwarzen Punkt sehen. Mit Lupe sehe ich da Ding vielleicht einen Ticken größer. So, jetzt gehe ich da mal mit dem Mikroskop ein bisschen dichter. Ich gucke mal, ob ich das so hinkriege, dass wir das so dicht wie möglich kriegen. So, muss ich das da mal hinschieben. Da so in der Richtung. So, und da ist ein, das ist der Transistor oder Diode, was auch immer. Da ist der Kondensator oder Widerstand oder was das ist. Und jetzt ist er weg. Und da ist dieses ganz kleine Scheißding. Das kann man eigentlich nur als Krümel sehen. Also ich habe nur gedacht, das hat die Waschmaschine ausgespuckt. Da. Es lag so ein bisschen so, dass man, wo ich dachte, was ist das denn? Und da habe ich mir das eben genauer angeguckt und dann habe ich gesehen, dieses ganz kleine Ding. Ich weiß nicht, wie das in meine Klamotten kommt. Ich habe keine Ahnung. Selbst das Ding, ich habe keine Ahnung, wie das da reinkommt. Wollte ich gerne mal die Oberseite zeigen von dem Teil, aber das Ding ist so winzig klein. Kann man da irgendwas sehen? Ich glaube, das ist jetzt kaputt, ne? Ja, jetzt ist er kaputt. Jedenfalls ist das irgendwie eine Diode oder was das ist. Weiß nicht. Das Ding ist sowas von scheiße klein. Und das sitzt nur auf einer einzigen Platine, die wir machen. Und das kriegst du mit der Hand nicht nachgesetzt. Du kriegst das auch nicht. Ja, gerade geschoben schon, aber wenn sich das Ding irgendwie auf die Seite bestückt hat, du kriegst das Ding nicht ordentlich hingelegt. Wenn das nicht von vornherein ordentlich bestückt ist, hast du kaum eine Chance, das wieder hinzusetzen. Und das ist meine Aufgabe. Ich bediene die Maschine, die diese Teile setzt, auf Platinen, wo mit Lotpaste geragelte Pads voll geragelt sind. Also
versuche hier gerade das Ding irgendwie in die Kamera reinzukriegen. Ich kriege das nicht hin. Ja, wie schwer das ist. Kriegt man hier kaum gedreht. Und wenn die Maschine das kaum richtig, also nicht richtig gegriffen kriegt mit der Pipette und nicht richtig setzt, dann hat man kaum eine Chance, das ordentlich zu setzen. So, wollte ich euch mal zeigen, aber ich bin eben an der Maschine, die diese Teile setzt. Das ist das kleinste, was wir da setzen. Zum Glück ist das das einzigste kleinste Teil. Die anderen sind ein bisschen größer, sind zwar auch schon klein, aber die kann man wenigstens noch mit der Pinzette vernünftig greifen und drehen und setzen, falls die Maschine da ein bisschen missgebaut hat. Und sowas spuckt die Waschmaschine aus. Es war irgendwie nur Glück, dass ich das gerade so gesehen habe. Und das ist eine Diode, die wirklich, 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 wirklich klein, das Scheißding. Naja, und die Maschine kann ich noch mal sagen, das ist eine Siemens ASM, wie auch immer, SX, könnt ihr mal googeln. Ich weiß nicht, ob es mir erlaubt ist, dass ich da mal was raussuche. Aber könnt ihr mal googeln, Siemens oder C-Place SX und dann vielleicht nochmal CPP20 gucken, Revolverkopf, wie schnell so eine Maschine die Teile setzt. Also das, dafür geht kaum eine Sekunde, da hat die schon 20 Bauteile gesetzt. Oder ein bis anderthalb Sekunden und dann sind 20 Bauteile gesetzt. Das Ding ist so rasend schnell. Das ist echt Wahnsinn. Aber manchmal sitzt man da wirklich Ewigkeiten und wartet, bis die mal fertig wird. Gut, wenn die da 1900, was weiß ich, was Bauteile setzen tut, das dauert manchmal ewig. Vor allen Dingen das letzte Portal, wo nur ein Twin Head drin ist. Also zwei Pipetten. Da sind nur zwei Stück. Die nacheinander eben setzt, immer einen Teil abholt, anguckt und dann setzt. Das dauert länger, das ist dann für größere Teile. Zum Beispiel, nur mal als Beispiel mal hier so. Ich zeige es mal hier so. Sowas hier. Das geht jetzt nach oben. Sowas könnte sie theoretisch setzen. Habe ich noch irgendwas anderes passendes? Nö, wüsste ich jetzt nicht. Aber die kann wirklich viele Sachen setzen. Das ist wirklich sehr viele Sachen. Gut, dann mehr wollte ich euch nicht zeigen. Dieses kleine Scheißteil ist jetzt hier irgendwo kaputt. Man denkt erst, das sind Krümel oder irgendwas, aber das war es dann doch so ein Teil. Es war wirklich nur Zufall, dass ich das gesehen habe. Dass es da in der Dusche lag. Mein Schlauch von der Waschmaschine geht in die Duschwanne und da habe ich es dann gesehen. Hat die Waschmaschine ausgespuckt. Ne, auch so hier dieses Teil hier. Weiß ich da nicht. Ich habe da schon LEDs gefunden und ach, was weiß ich, was die da alles schon ausgespuckt hat. Aber ich hatte das nur zufällig gesehen und habe gedacht, ach, das kann ich euch mal zeigen. Gut, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Okay, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.